Ja, herzlich willkommen zu unserer nächsten kleinen Yoga-Praxis, die wieder hier draußen stattfindet, an diesem wunderschönen See, auf diesem Steg. Hier haben wir auch gerade abgedreht und lasst euch nicht stören, dass zwischendurch tatsächlich hier eine dicke Raupe langkrabbelt, wie es halt draußen ist, und ein Riesenflugzeug hier rüber unseren Kopf gekreist ist, und nebenan hat der Hahn gekräht. Also da war so einiges unterwegs, aber vielleicht könnt ihr die Atmosphäre dieses Sees auch mitnehmen. Ja, es ist eine kleine, wirklich kurze Rückenpraxis. Das ist gerade ganz schlicht gehalten für jemanden, der vielleicht ganz aktuell mit dem Rücken zu tun hat. Ganz sanftes Üben, sehr vom Atem getragen. Und darum geht es uns auch, dass wir versuchen, einerseits diese Gelassenheit zu entwickeln und den Atem nutzen, um ja, entspannt zu üben, und auf der anderen Seite den Rücken sehr sanft durchbewegen. Ich hoffe, es geht gut damit und wünsche dir viel Spaß mit dem Üben. Ja, wir beginnen also in der Rückenlage, und vielleicht möchtest du auch die Füße aufstellen. Wenn dein Rücken das zulässt, kannst du aber auch die Beine ausstrecken. Entscheide mal, wie sich dein Rücken jetzt anfühlt. Und dann schließ einmal die Augen und versuch dich ja, ganz ruhig auszustrecken. Und nimm ein paar tiefe Atemzüge, die dich zur Ruhe kommen lassen. Und lass die Schultern ein bisschen wegsinken von den Ohren. Leg die Schulterblätter ganz entspannt ab. Und dann nehmen wir mal ganz bewusst wahr, wie jetzt dein Rücken auf der Matte bzw. auf dem Boden aufliegt. Und versuche einmal herauszufinden, ja, wo an deinem Rücken, in deinem Rücken vielleicht jetzt Spannung ist. Und dann nimm diesen Ort wahr und versuche ihn erst einmal so anzunehmen, wie es jetzt ist. Und lass den Atem dabei ruhig weiter fließen. Und gib dann auch ganz bewusst in den Beinen noch einmal nach. Lass die Fußspitzen ein bisschen nach außen sinken, sodass du auch in den Hüftgelenken entspannen kannst. Und löse auch die Spannung aus deinem Gesicht. Lass die Stirn ganz glatt werden, entspann die Augen und auch den Mund und die Wangen. Versuche einfach im ganzen Körper und besonders im Rücken nachzugeben, den Atem fließen zu lassen. Dann holst du jetzt einmal die Knie an den Körper heran, legst die rechte Hand einmal aufs rechte Knie und auf die linke Hand aufs linke Knie. Zieh einmal die Knie dicht an den Körper heran. Und jetzt beginnst du erst einmal nur seitlich ein wenig zu schaukeln. Einfach über den Beckenkamm ein ganz leichtes, sanftes Schaukeln entstehen lassen, sodass du den unteren Rücken ganz sanft massierst. Da gibt es ja die große Rückenfaszie, die ja, unter Umständen auch für den Rückenschmerz zuständig sein kann, und versuche einmal diesen Bereich ganz sanft zu massieren. Schauke so ein bisschen hin und her und gib da dabei auch im Schulter-Nackenbereich nach. Versuch dabei zu entspannen, die Knie so dicht heranziehen an den Körper, dass es angenehm ist. Und dann versuche einmal aus dieser Schaukelbewegung heraus so ein ganz leichtes Kreisen entstehen zu lassen, ein ganz leichtes Rotieren des Beckens. Du streckst also die Arme auf der einen Seite, auf der anderen Seite beugst du sie und machst du also ein ganz intuitives, sanftes Durchbewegen des unteren Rückens und wechselst dann auch einmal die Richtung deiner Kreise, sodass du unten einen Kontakt zur Matte spürst, der so recht rund ausfällt, wie das Zifferblatt einer Uhr, könnte man sich vielleicht vorstellen. Und dann beginnst du mit dem Apanasana, das heißt, im Einatmen schiebst du nur die Knie
weg vom Körper und im Ausatmen versuchst du den Rücken nochmal tief zu entspannen, das Ranziehen der Knie, einatmend nur das Wegschieben vom Körper und das wiederholst du noch zwei, drei Mal und versuchst jetzt mit jedem Ausatmen noch tiefer unten im Rücken zu entspannen, ganz loszulassen und sanft zu dehnen im unteren Rücken. Noch eine Runde dieses Apanasana. Und dann beginnst du danach mit dem sogenannten Hüftkreisen. Das heißt, du ziehst die Knie geschlossen an den Körper heran, also atmest aus, ziehst die jetzt, drückst du im Einatmen die Knie leicht auseinander und streckst dann die Arme. Jetzt die Arme strecken und die Knie wieder zusammenführen. Knie wieder zusammenführen. Hände bleiben auf den Knien. Knie zusammen. Und im Ausatmen ziehst du die geschlossenen Knie wieder an den Körper heran. Im Einatmen bringst du die Knie etwas auseinander in die Außenrotation, führst die Knie wieder zusammen und dann im Ausatmen die Knie wieder dicht heran. Und so bewegst du jetzt ganz sanft den unteren Rücken und die Hüftgelenke und den Übergang zwischen Darmbein, also zwischen Becken und Kreuzbein, auch ganz sanft bewegen. Wiederhole noch zweimal diese kleine Rotation, dieses Hüftkreisen gegengleich. Noch eine Runde, nochmal ausatmen, Knie dicht ranziehen, einatmen, wieder ranholen. Und dann ziehst du dem Ausatmen die Knie noch einmal an den Körper heran und streckst jetzt einmal das rechte Bein lang am Boden im Einatmen aus und nimmst den rechten Arm einmal nach hinten. Einatmen, das rechte Bein lang machen, rechter Arm ausatmen, holst du das Knie wieder ran an den Körper. Ausatmen, beugt das rechte Knie, wechsel die Seite. Im Einatmen die linke Seite einmal lang strecken, zieh die Fußspitze ruhig etwas an. Ausatmen, wieder das Knie beugen und ranziehen an den Körper. Und wechsel noch einmal in Ruhe die Seite. Einatmen, das rechte Bein, den rechten Arm nochmal lang strecken und im Ausatmen wieder beugen, heranziehen. Eine letzte Runde für die linke Seite, nochmal linkes Bein lang machen. Und im Ausatmen die Knie wieder heranziehen an den Körper. Und jetzt stellst du einmal die Füße hüftbreit ab, legst die Arme rechts und links an den Boden, winkelst jetzt die Arme an, die Finger zeigen nach oben zur Decke, die Finger zeigen nach oben zum Himmel, in dem Falle die Arme nach oben, genau, die Ellenbogen dicht am Körper. Stell nochmal die Füße dichter ans Gesäß und hüftbreit ab. Und jetzt drückst du die Oberarme und die Füße kräftig in den Boden, hebst im Einatmen den Rücken vom Boden ab in die Schulterbrücke, einatmen, den Rücken leicht anheben und im Ausatmen lässt du langsam den Rücken wieder an den Boden sinken, ganz ruhig an den Boden sinken lassen. Und das wiederholst du ein paar Mal. Im Einatmen die Füße fest in den Boden und das Becken heben, auch die Oberarme unterstützen das. Im Ausatmen den Rücken wieder an den Boden sinken lassen. Und das wiederholen nochmal, im Einatmen langsam den Rücken anheben, ausatmen, wieder sinken lassen. Und nochmal eine Runde, einatmen, das Becken heben, die Füße in den Boden stemmen und ausatmen, kommst du wieder auf die Matte zurück und ziehst dann die Knie wieder an den Körper heran und übst Apanasana, die Knie wegschieben vom Körper. Und ausatmen, das Ranziehen der Knie. Noch einmal, einatmen, Knie weg. Ausatmen, wieder ranziehen. Dann stellst du die Füße geschlossen ab an den Boden und breitest einmal die Arme aus, soweit das geht jetzt hier. Die Arme ein bisschen ausbreiten, die Knie dicht zusammen und die Füße dicht zusammen hinstellen. Füße dicht zusammen und die Knie zusammen, genau. Die Arme etwas ausbreiten. Und im Ausatmen lass die Knie sanft nach rechts sinken. Schau mal, wie weit der Rücken das jetzt kann. Komm mal in eine leichte Rotation nach rechts. Einatmend wechselst du die Seite, hebst die Beine einmal an. Im Ausatmen drehst du dann nach links die Knie, den Kopf ein bisschen, ganz sanft nach rechts. Und dann wechsel nochmal die Seite, einatmen, anheben. Ausatmen, die Drehung nach rechts. Und dann einatmend wieder die Knie anheben und ganz ruhig nach links drehen, nochmal die Rotation. Dann hebst du die Beine wieder an in die Mitte und ziehst die Knie nochmal ran an den Körper.
Und jetzt streckst du das rechte Bein und den rechten Arm wieder lang am Boden aus. Im Einatmen rechtes Bein, rechter Arm lang. Ausatmen, die Knie wieder ranziehen an den Körper. Und du wechselst im Einatmen linke Körperseite einmal lang strecken, das rechte Bein gut festhalten. Ausatmen, wieder ranziehen das Bein. Und wechselst nochmal die Seite, die rechte Körperseite nochmal lang strecken im Einatmen. Und im Ausatmen entspannen, Knie ranziehen. Dann im Einatmen Seitenwechsel, einmal linker Arm, linkes Bein. Und im Ausatmen die Knie wieder beugen, ranziehen. Jetzt die Füße wieder hüftbreit abstellen. Die Arme rechts und links an den Boden stemmen. Die Finger zeigen nach oben zum Himmel. Die Füße hüftbreit, nicht zu, ein bisschen dichter ans Gesäß vielleicht noch. Und dann mit dem nächsten Einatmen drückst du die Oberarme und die Füße wieder kräftig in den Boden und schiebst das Becken nach oben. Im Ausatmen lass langsam den Rücken an den Boden sinken. Und wiederhol das noch dreimal. Einatmen die Anspannung und im Ausatmen das bewusste Entspannen des Rückens. Noch zwei Runden im eigenen Tempo. Und schau mal, wie weit du immer hochkommen kannst, ohne dass du deinem Rücken schadest. Noch eine Runde, nochmal einatmen, das Anheben und ausatmen, das Sinken lassen. Und dann ziehst du die Knie nochmal wieder dicht an den Körper heran, übst ein Apanasana, die Knie wegschieben vom Körper. Und nochmal tief ausatmen und die Knie ranziehen an den Körper. Und dann stell jetzt die Füße nochmal abgeschlossen an den Boden, breite die Arme wieder seitlich aus, soweit es der Platz zulässt. Und lass die Knie jetzt noch einmal nach rechts an den Boden sinken, dreh den Kopf nach links und versuch jetzt einmal hier tief durchzuatmen. Versuch die linke Schulter und die linke Nackenseite zu entspannen und den Rücken loszulassen. Und dann wechselst du die Seite, du hebst die Beine an und drehst die Knie nach links, den Kopf nach rechts und auch hier einmal tief durchatmen und entspannen. Mach nochmal einen Wechsel, im Einatmen die Knie nochmal anheben, nochmal nach rechts die Drehung und entspannen. Und dann ein letzter Wechsel, Knie nochmal anheben und die Rotation nach links. Den Kopf nach rechts und einfach durchatmen. Und dann hebst du die Beine wieder in die Mitte und zum Abschluss zieh die Knie nochmal dicht an den Körper. Und wenn du magst, kannst du jetzt auch nochmal ein bisschen schaukeln, rechts und links. Und noch so ein bisschen die Knie auch kreisen lassen, dieses leichte Hüftkreisen, was wir vorhin geübt haben. Entweder gegengleich oder ein paralleles Kreisen. Einfach mach mal die Bewegungen, die deinem Rücken jetzt gut tun, die sanft massieren und einfach ein freies Bewegen zulassen. Und dann streck einmal die Beine jetzt am Boden aus, wenn das geht, sonst stell die Füße ab, leg mal die Arme bequem ab und nimm ein paar ruhige Atemzüge und gib im Rücken nach. Im ganzen Körper einmal loslassen, durchatmen, sich spüren. Und dann komm jetzt einmal über die Seite am besten in den Vierfüßlerstand. Komm auf alle Viere. Setz die Hände unterhalb deiner Schultern ab und die Füße, die Knie unterhalb deiner Hüften. Und jetzt sorg dafür, dass du dich gut abstützt. Also die Schulterblätter so ein bisschen auseinanderziehen oben, dass du also gut dich im Schultergürtel abstützt. Der Kopf bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule. Und dann lass dich erstmal im Ausatmen nur nach hinten ins Blatt sinken. Ausatmen, das Gesäß nach hinten, die Unterarme an den Boden geben. Im Einatmen kommst du nur hoch in den Vierfüßler und hebst ein bisschen das Brustbein an. Wechsel noch einmal. Im Ausatmen kommst du nach hinten mit dem Gesäß auf die Fersen. Wiederhol das noch zweimal ganz ruhig. Einatmend leichte Rückbeuge
Ausatmend die Vorbeuge ganz sanft nach hinten ziehen lassen. Und jetzt nochmal eine Runde einatmen, das Brustbein leicht heben und im Ausatmen noch einmal nach hinten sinken lassen in der Ausatmung. Jetzt komm im Einatmen wieder hoch in den Vierfüßler, mach einen leichten Pferderücken oder Kuhrücken, das Becken kippen. Und jetzt im Ausatmen einen leichten Katzenbuckel. Zieh mal den Bauchnabel ein, nimm das Kinn zum Brustbein. Einatmend wechselst du ganz leicht in den Pferderücken zurück, zieh die Schultern weg von den Ohren. Und jetzt im Ausatmen ganz leicht wieder in den Katzenbuckel und löst die Spannung aus dem Rücken. Einatmend, der Wechsel in den Pferderücken, das Becken kippen. Und jetzt noch einmal ausatmend, ganz rund werden die Schulterblätter zu den Ohren. Und im Einatmen die Schulterblätter wieder weg von den Ohren in den Pferderücken. Und im Ausatmen ins Blatt nach hinten in die Vorbeuge kommen. Im Einatmen kommst du in den Vierfüßler und hebst das rechte Bein einmal nach oben in die Waagerechte, in den Sonnenvogel, asymmetrisch. Ausatmen, zieh einmal das Knie zur Nasenspitze ran, ausatmen. Und im Einatmen schiebst du das rechte Bein wieder weit hinten raus. Und wiederhol das noch einmal, ausatmen, Knie zur Nasenspitze. Und einatmen, die Ferse wieder weit hinten rausschieben. Und ins Blatt nach hinten im Ausatmen, das Gesäß nach hinten auf die Fersen. Seitenwechsel, einatmen, Vierfüßler, linkes Bein hinten rausschieben, linkes Bein anheben. Ausatmen, Knie zur Nasenspitze ganz leicht. Einatmen, wieder die Ferse hinten rausschieben, Kopf anheben. Ausatmen, noch einmal Knie zur Nasenspitze. Und jetzt noch einmal einatmen, die Ferse hinten rausschieben. Und ausatmend ins Blatt nach hinten, in die Blattstellung, ausatmen. Jetzt im Einatmen in den Vierfüßler kommen und einmal leicht in die Bauchlage runtertauchen. Leg einmal die Stirn an den Boden, stütz dich dabei ab. Nimm die Schultern weg von den Ohren und heb im Oberkörper jetzt ganz leicht in die Kobra. Unterstütz ein bisschen mit den Händen. Und im Ausatmen lass die Stirn wieder Richtung Boden sinken und entspann den ganzen Rücken. Wiederhole auch das. Im Einatmen Oberkörper sanft anheben, die Schulterblätter hinten zusammen. Ausatmen wieder lösen, die Hände absetzen, Stirn Richtung Boden. Noch zwei Wiederholungen. Einatmen Oberkörper leicht anheben. Ausatmen wieder lösen. Und noch einmal. Einatmen Oberkörper anheben. Und ausatmen, lösen, jetzt die Hände in die Matte drücken, nach hinten ins Blatt, die Hände kräftig in die Matte, das Gesäß nach hinten auf die Fersen. Und jetzt kommst du noch einmal in den Vierfüßlerstand hoch, stellst die Füße auf und im Ausatmen löst du die Knie nur ganz leicht vom Boden. Einmal den Bauch anspannen, halten kurz und einatmen, die Knie wieder absetzen und den Bauch entspannen. Bleib oben mit dem Po und jetzt im Ausatmen wieder die Knie leicht lösen, den Bauch anspannen, der Rücken bleibt lang. Einatmen, die Knie wieder absetzen und entspannen. Zweimal noch wiederholen. Ausatmen, Knie leicht vom Boden lösen, Bauch anspannen. Einatmen, die Knie wieder absetzen und ein letztes Mal. Ausatmen, Knie lösen. Einatmen, Knie wieder absetzen und ins Blatt nach hinten in die Vorbeuge. Und die letzte Übung ist, du kommst noch einmal in den Vierfüßlerstand jetzt und schiebst dich ausatmend in den hinabschauenden Hund. Einmal die Füße aufstellen und du streckst dich jetzt einmal durch und atmest jetzt einmal tief ein und aus. Halte das für ein paar ruhige Atemzüge. Dehn die Waden hinten und entspann die Schultern so weit wie möglich. Und dann mit dem nächsten Einatmen kommst du in den Vierfüßler wieder zurück. Ausatmen das Gesäß nach hinten auf die Fersen. Und dann bleib einmal dort und vielleicht möchtest du auch die Hände nach hinten zu den Füßen legen, in die Stellung des Kindes und die Stirn ablegen. Lass die Schulterblätter auseinander sinken. Und versuch einmal bewusst in den Rücken hineinzuatmen.
zu entspannen. Gib noch einmal nach. Dann wechsel jetzt noch einmal in die Rückenlage zurück. Du kommst einfach wieder in die Rückenlage und streckst dich einmal aus, beziehungsweise stellst vielleicht auch die Füße auf vor dir, je nachdem, streck dich noch einmal aus und leg dich hin, leg die Arme bequem ab. Und dann lass noch einmal bewusst jetzt den Rücken an den Boden sinken. Und wenn du das Bedürfnis hast, dann zieh die Knie auch noch mal ran an den Körper und lass noch mal dieses leichte Schaukeln entstehen oder mach ein leichtes Apanasana. Also sorg noch einmal dafür, dass der untere Rücken noch mal sanft durchbewegt wird. Lass den Atem fließen dabei. Und mach diese Bewegung wirklich intuitiv, sodass es dir gut geht damit. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst die Beine wieder gut aufstellen oder vielleicht sogar ausgleiten lassen auf dem Boden, dann tu das auch und schieb die Schultern dann wieder ein wenig weg von den Ohren. Und dann schau einmal, wie es dir jetzt geht. Es kann sein, dass der Rücken zunächst einmal etwas reagiert auf die Bewegung und vielleicht sogar etwas wehtut, aber hab jetzt Geduld und versuche einfach ruhig zu bleiben und den Atem fließen zu lassen. Und gib einfach deinem Körper Zeit, dass er sich wieder regulieren kann, ein Ausgleich stattfinden kann, ganz aus sich heraus. Und nimm dir dann deinen Atem, um wieder in dir zur Ruhe zu kommen. Versuche diese bewusst die unterschiedlichen Qualitäten des Atems zu nutzen. Das heißt, du kannst bewusst versuchen, über den Einatmen dich ganz lebendig und aufmerksam zu spüren und versuche dann mit dem Ausatmen bewusst tiefer zu entspannen, im Rücken und auch im ganzen Körper nachzugeben. Wiederhol das im Einatmen, versuchst du dich lebendig, aufmerksam wahrzunehmen. Und im Ausatmen versuch, im ganzen Körper nachzugeben, zur Ruhe zu kommen. Einatmend nimm dich wahr. Ausatmend komm zur Ruhe. Ein. Und ausatmen. Ein. Und aus. Ja, und dann schau mal, wie es dir jetzt geht nach dieser kleinen Rückenpraxis, ob du gut zurückkommen kannst. Vielleicht ziehst du auch die Knie nochmal ran an den Körper und nimmst dich langsam zurück. Vielleicht räkelst und streckst du dich auch ein bisschen. Was auch immer dir jetzt gut tut, mach es einfach und dann komm noch einmal langsam zum Sitzen. Und ich hoffe, es geht einigermaßen in dieser wunderbaren Atmosphäre und ja, und sonst noch einen schönen Tag an diesem wunderschönen See.